Das ist Fortune Island. Wir begeben uns auf eine Reise in das wohl widrigste Gebiet, das Horizon je besucht hat. Dieser neue Ort hat einfach alles. Veranstaltungen, Serpentinen, extreme Witterung und die Möglichkeit, bei der Schatzsuche reich zu werden. Ruhm, Reichtum und ein neuer Spielplatz zum Erkunden. Worauf wartest du noch? Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier auf dem DPXL-Kanal mit mir, dem Ray. Wir spielen das erste große Expansion-Pack zu Forza Horizon 4 Fortune Island. Wir befinden uns aktuell noch auf dem Hauptfestland und möchten natürlich uns jetzt schleunigst zum neuen Gebiet begeben. Dazu verlassen wir jetzt gleich mal hier unser Schloss. Wir brauchen Kundschafter für unsere Inselerweiterung. Ich bringe das Festival und die Schätze später nach. Aber würdest du schon mal die Insel für mich erkunden? Aber sowas von klar, Kira. Und ja, an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play-Projekt. Dieses, ja, Let's Play zum Expansion Pack wird parallel zum Hauptspiel laufen. Das heißt, ich bin da halt ein bisschen als Let's Player, ja, ein bisschen uneingeschränkt, was das angeht, von Folgen, also zu Folgen zu machen, um entsprechend einfach... Ja, mal hier eine Folge aufzunehmen, mal da eine Folge aufzunehmen. Und ich freue mich riesig, ja, jetzt auf das erste Expansion Pack. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da so erwartet. Wir fahren schleunigst dahin. Und wie ihr seht, ganz, ganz viele Spieler fahren da ganz schnell dahin. Jeder möchte natürlich jetzt zu Fortune Island. Und ich bin mal sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ja, möchte ich. Schön, dich zu sehen. Bist du bereit, dir das neue Festivalgelände mit uns anzusehen? Joel hat den Transport organisiert. Es könnte unterwegs ein wenig holprig werden. Oh nein. Nein, nein. Was hat er diesmal ausgeheckt? Boot? Flugzeug? Helikopter? Tja, irgendwie alles davon. Ja, krass. Dann mal los. Da konnte ich mir das Lachen jetzt gerade nicht verkneifen. Ja, entschuldige mich, wenn ich jetzt am Anfang mich ein paar Mal irgendwie verspreche oder so. Das ist einfach irgendwie immer die Aufregung vor einem neuen Horizon-Titel oder auch, wenn es nur ein Expansion-Pack ist. Es zieht sich durch wie ein roter Faden bei allen Let's Plays hier. Ich bin immer ganz hibbelig und ich freue mich immer riesig. Ich grinse immer über beide Backen hinweg. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock hier auf dieses Let's Play-Projekt. Ich, ja, bin auf jeden Fall extrem thrilled. Und da sehen wir das Meer. Ja, Musik ist raus wegen Copyright, dass da keine Probleme gibt, falls sich da jemand wundert. Nimmt natürlich ein bisschen die Atmosphäre raus, aber... Ich glaube, sobald die Motorengeräusche wieder auch raufheulen, wird's geil. Der Ort zum Rauslassen. Woanders gibt's nur steile Klippen. Na dann. Mal raus, würde ich sagen. Oh yeah. Ein Sturm zieht auf. Fahrt mir nach, ich weiß wohin. Jo, wir sind mit dem Ram unterwegs. Sehr cool. Sieht aus wie eine Art Höhlenformation. Was meinst du, oh, geil. Wir unsere Zelte hier aufschlagen? Hast du schon mal was von Ebbe und Flut gehört, Alex? Na los, fahren wir weiter. Seht euch diesen Berg an. Da muss ich so schnell wie möglich hoch. Was meinst du, Jay? Jay? Beck, wo ist Jay? So, ich muss es mal ganz kurz unterbrechen, weil, das geht gerade irgendwie gar nicht mit den Fahrhilfen, die da irgendwie wieder angeschaltet sind. Ideallinie ist eigentlich aus. Okay, er hat sie irgendwie drin. Okay, die kann man anscheinend nicht ausstellen. Okay, alles gut, wir fahren weiter. Doch, jetzt ist sie aus. Okay. Das nimmt doch die ganze Immersion, wenn da so eine blaue Linie ist. Sorry, ihr beiden wart mir zu langsam. Da habe ich mich schon mal etwas umgesehen. Alter, alles klar. Wow. Wow, ein Blitz. Das ist der perfekte Ort fürs Horizon. Alter, geil. Und wie der geknallt hat, ey. Richtig laut. Geil. Oh, ich feiere das jetzt schon.
Nice. Einfach nur nice. Der Lander ist umgekippt. Wir müssen einen Umweg durchs Gelände fahren. Oh no, der Arme. Hat sich erschrocken vom Blitz. Hui. Ja, es erinnert mich so ganz klein bisschen. Boah. Alter. Boah. Alter. Alles klar. Dieser Blitz war ziemlich nah dran. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das DLC oder das Expansion erinnert mich so ein bisschen an Storm Island. Das gab es ja damals als Expansion in Horizon 2. Da war dann auch so extremes Wetter dabei, dass die Bäume fast schon abgekracht sind. Hab eine Abkürzung gefunden. Ja, hier krachen sie wirklich ab. Boah, Alter, wie geil das ausschaut. Also das, man könnte jetzt auch einfach Fortune Island schon so ein bisschen als Storm Island 2.0 betiteln. Aber das muss nichts Schlechtes bedeuten, ganz und gar nicht. Ich bin ein klein bisschen hyped. So, vor uns der Lamborghini Urus, das Cabacar. Ich hoffe, da kommen wir auch mal bald hin. Und oh, guck ich das jetzt schon mal an hier. Die Nordlichter. Guten Abend. Sorry wegen des Umwegs. Alles okay bei euch? Es boah, gibt geil. Eine Abkürzung zum Hafen. Aber da solltet ihr euch gut festhalten. Alles klar. Hui. Geil, ey. Das schaut doch mal richtig geil aus. Wow. Nice. Die Einwohner wussten, dass wir kommen. Die haben das Licht angelassen. Ja, so kann man sehen, ja. Okay, das sieht nach dem perfekten Ort für unser Festival aus. Fortune Island ist bereit. Oh, das war aber schnell aufgebaut, das Festival. Ja, und damit nochmal recht herzlich willkommen zu Forza Horizon 4 Fortune Island. Hier zum Let's Play. Hallo, sehr Racer. Schön. Willkommen auf Fortune Island. Das ist die Inseleroberung, ein brandneues Turnier, um den schnellsten und mutigsten Fahrer der Insel zu bestimmen. Schlängle dich durch die Qualifikationsrunden und kämpfe zum Schluss um den Titel des Inseleroberers. Irgendwo auf Fortune Island hat das Horizon Festival eine Truhe mit 1 Million unmarkierten Credits versteckt. Um sie zu finden, müsst ihr erst dieses Rätsel lösen. Hört gut zu. Der Truck stampfte wie ein T-Rex durchs Land, als er brüllte und durch die Blitzerzone im Zentrum des Festivals verschwand. Okay, wir müssen Rätsel lösen. Das erinnert mich so ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen an Sea of Thieves. Und, ja, also der Truck stampfte wie ein T-Rex durchs Land, als er brüllte und durch die Blitzerzone. Okay. Die Truhen des Tyrannenkönigs. Ja, gut. Wenn da jetzt Raptoren stehen würde, würde ich sagen, ich nehme einen Raptor. Aber T-Rex? Truck stampfte wie ein T-Rex. Welcher Truck hat was mit einem T-Rex zu tun? Okay. Und wir müssen hier durchfahren. Ist es vielleicht den Truck, den wir schon haben, den Ram? Wir fahren einfach mal durch. Könnte schon sein. Oder heißt der sogar T-Rex? Der heißt TRX. Okay, alles klar. Ja, das ist der Ram TRX. Okay, alles klar. Rätsel gelöst. Gut, ist ja klar, dass das erste Rätsel so einfach machen. Oh, komm da rum. So, haben wir es jetzt geschafft? Scheinbar nicht. Aber es hat auch nicht gezählt, ne? Es hat auch nichts angezeigt. Wir probieren es nochmal. Ist halt lustig. Das ist jetzt halt gerade offizieller Release und jetzt zocken halt alle. Das heißt, die ganze Zeit sind jetzt halt irgendwelche anderen Spieler hier. Aber ich glaube, ich muss es auf 3 Sterne schaffen, kann das sein? Um dieses Rätsel zu lösen. Oder wo kann ich denn das angucken? Das würde mich auch mal interessieren. Hier gibt es jetzt Fortune Island als extra Reiter. Da, Schatz suchen. Durch die Blitzerzone im Rennen des Menschen verschwand. Okay. Okay. Oder muss ich da einfach noch weiterfahren, um das Rätselslösung, dass ich das da oben noch machen muss oder so? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach nochmal. Ich würde einfach sagen, wir machen das einfach mal. Und ich glaube, ich gehe in den Solo-Modus. Weil das finde ich gerade ein bisschen blöd, muss ich sagen, dass da so viele Spieler gerade rumgeistern. Auf einem Fleck, weil das jetzt halt alle gerade irgendwie spielen wollen. Ah, T-Rex. T-Rex.
Ich hab's auch schon gelöst. TRX. Das klingt doch fast nach dem Ram Rebel TRX, oder nicht? Ha, na dann, viel Erfolg. Ja, ich hab's doch aber jetzt geschafft, oder nicht? Naja, scheinbar nicht. Scheinbar muss ich mal da noch was anderes tun. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir machen da mal eine andere Disziplin. Was mich noch gerade ein bisschen stört, ist, dass beim HUD hier irgendwie die Fähigkeiten nicht angezeigt werden. Also gut, die können wir mal reinschalten. Die machen wir noch kurz rein. Aber eigentlich sollte das jetzt angezeigt werden. Also, dass da keine KMH-Anzeige oder sowas ist. So, komm, probieren wir es nochmal. Ich merke schon, die ganze Folge jetzt hier rauf und runter. Ah, ja, guck mal, jetzt wird die KMH-Geschichte da unten angezeigt. Super, du hast das Rätsel jetzt gelöst. Das war wirklich gut. Übermittle ungefähre Koordinaten und fotografische Referenzen. Führe sie zusammen, um den genauen Ort zu finden. Naja, wir konnten es ja nicht zu einfach machen, oder? Okay, das ist einfach hier am Hafen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, das ist hier einfach am Hafen. Ja, ich glaube, das Problem war nicht, dass wir drei Sterne, sondern dass die Anzeige unten nicht angezeigt wurde. Die hat da, das war, glaube ich, jetzt irgendwie buggy, deswegen musste ich das jetzt irgendwie im HUD aktivieren. Also, falls ihr diesen Fehler auch habt, das war das Rätsels Lösung. Wahrscheinlich hätten wir es sonst schon beim ersten Mal geschafft. So, ich denke mal hier jetzt rein, weil hier ist ja der Hafen. Dann wird es ja hier irgendwo sein, schätze ich mal, oder? Hier waren doch so Boote. Ah, da ist sie doch. Da ist sie, unsere Truhe. Und das Boot. Ups. Kling! Horizon, was? Darf ich vorstellen? Unser erster Fortune Island-Millionär. Wie fühlst du dich? Irgendwie anders? Bevor du dich auf einer karibischen Insel zur Ruhe setzt, lass mich nur sagen, dass wir mit jeder Runde der Inseleroberung eine Schatztruhe verstecken. Falls du also doch bleiben willst. Ich dachte, die Million kriegt man, wenn man alle Rätsel gelöst hat. Nö, man kriegt gleich bei der ersten Schatztruhe. Alles klar, kann man mal machen. Ja, da wird sich der ein oder andere von euch sicherlich freuen, wenn er selber da mal spielt und so eine Million gleich mal auf die hohe Kante bekommt. Ja, und dann können wir jetzt hier die ersten Veranstaltungen machen. Wir können jetzt auch schon mal gucken, was ist denn die nächste Herausforderung. Nicht, dass ich das jetzt in der ersten Folge immer das Gleiche machen möchte. Das ist noch gesperrt, okay. Da müssen wir erst weiterkommen wahrscheinlich vom Einfluss oder so. Deswegen machen wir mal ein Rennen. Ja, dann würde ich sagen, dann bleiben wir doch jetzt gerade mal bei dem Fahrzeug, beim Rebel TRC Concept. Wow, da werden wir weggerammt. Und schauen mal, wie wir uns da in unserem ersten Rennen auf dieser Insel schlagen können. Ich muss auch sagen, so von der Optik her kommt mir das Ganze so sehr skandinavisch rüber, sehr nordisch. Aber das gefällt mir richtig gut. Ich mag sowas sowieso. Und es soll ja die größte Erweiterung sein, die es je in einem Horizon-Titel gab. Das ist ja schon mal eine Ansage. Also größer als Storm Island, größer als Thrilltopia, größer als Blizzard Mountain. Das ist schon, finde ich schon geil. So, ich kürze jetzt hier mal ein bisschen ab. Was haben wir denn, ein Fahrzeug fürs Gelände? Danach würde ich ganz gerne mal noch ins... Kann man es kaputt fahren? Nee, kann man nicht. Gut, es wäre auch ein bisschen zu krass, wenn man den Baum kaputt fahren könnte. Upsala. Also verlassene... So ein verlassenes Dorf quasi hier mit Kirche und allem. Alles so ein bisschen überschwemmt. Alles ein bisschen zerstört. Sehr geil. So, Fenholm Cross. Fahren wir doch Offroad... Mal schauen wir doch mal. Ja, dieses Fahrzeug ist übrigens eines der 10 neuen Fahrzeuge, die mit diesem Expansion Pack dazugekommen sind. Und deswegen möchte ich auch danach, nach dem Rennen, direkt mal ins neue Festival rein, um einfach mal zu schauen, ob wir denn die neuen Fahrzeuge schon direkt kaufen können oder ob wir die freischalten müssen. Das weiß ich nämlich an der Stelle noch nicht und das sieht ja wieder mal arschgeil aus, mit diesen Nordlichtern. Ja, also die Insel ist natürlich Fiktion, also die gibt's so nicht.
ist also keiner echten Insel in dem Sinne nachempfunden, aber natürlich haben sie schon einzelne Segmente aus echten Sachen übernommen. Sie haben sich da, glaube ich, an irgendeiner Inselgruppe auch ein bisschen Nähe Island sortiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also schon so ein bisschen weg von Großbritannien. Aber wie gesagt, finde ich nicht schlimm, finde ich cool. So ein bisschen die nordische Region. Wer weiß, es soll ja noch eine zweite Expansion kommen im ersten Quartal des nächsten Jahres, also 2019. Vielleicht geht es da dann in eine etwas südlichere Richtung. So ein bisschen so Malle-mäßig oder so, keine Ahnung. Warten wir es mal ab. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir dieses Querfeldein-Rundkursrennen gewinnen und uns nicht zu sehr hier von anderen Dingen ablenken lassen. Was natürlich nicht einfach ist. Mein Horizon 4 schaut sowieso arschgeil aus. Da müssen wir eh nicht drüber reden. Und wenn dann halt solche Lichtspielereien noch dazukommen, dann ist man halt gecatcht, ja. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, uns fehlt ein bisschen die Power hier bei dem Ding. Aber das ist auch geil. Guck mal, wie es da ausschaut. Da unten das Dorf und das Festivalgelände. Und dann so das Meer. Nordlichter, der Sternenhimmel. Sehr geil. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen ran. Sehr gut. Können wir doch angreifen hier in der letzten Runde vielleicht. Einfach das Gaspedal durchdrücken. Pedal to the metal. Gegen den Titan Warrior von Nissan. Sehr schön. Und es geht rein in die letzte Runde. Wir sind immerhin schon mal in führender Position. Jetzt gilt es natürlich, die Chance zu halten. Das war natürlich viel zu spät gebremst. Ja, da zieht natürlich der Nissan vorbei. Komm, komm, komm. Zieh, 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 zieh. Ja, hier ist ein bisschen die Power gefragt. Die fehlt uns ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber jetzt dann gleich, wenn es wieder ein bisschen mehr ums Kurvenfahren geht, glaube ich, sind wir gut dabei. Auf, 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 auf. Komm, komm. Ja, gut, jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung. Hammer. Jetzt ist einfach noch durchs Ziel retten. Jawohl. Und dann gewinnen wir unser erstes Rennen. Auf der Insel. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gut gemacht. Ich wusste doch, dass du nicht nur hier bist, um reich zu werden. Absolviere noch ein paar solcher Fahrten. Schaff es unter die letzten 12 Fahrer und wir schicken dich mit dem offiziellen Titel Inseleroberer zurück aufs Festland. Ist ja cool. Ja, aber wie schon gesagt, das Haupt-Let's Play wird natürlich parallel zu der ganzen Geschichte hier laufen. Deswegen werden wir jetzt nicht nur hier sein und dann gar nicht mehr das Hauptfestland sehen, sondern das wird dann immer schön parallel laufen. So habe ich es auch in Horizon 3 gemacht. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. So, ja, ich möchte zurück zum Festival. Da können wir auch schnell in eine Schnellreise mal kurz hinmachen. Weil, wie gesagt, mich das jetzt gerade mal interessiert, ob wir die neuen Fahrzeuge, wie zum Beispiel den Lamborghini Urus, uns schon gönnen könnten oder eben nicht. Ob wir die freischalten müssen oder nicht. Wir haben hinter dem Festivalgelände genug Platz für alle Fahrer. Willst du dich hier einquartieren? Ja, machen wir mal. So, gehen wir mal auf alle Anzeigen und dann gehen wir mal zu Lamborghini. Lamborghini. Und ich sehe leider keinen Urus. Schade. Schade. Wie ist es denn bei BMW? Da kam ja auch, habe ich gehört, ein neuer BMW rein. Der ist da. Den könnten wir jetzt holen. Aber den, okay, den Urus muss man dann wahrscheinlich noch freischalten. Das ist interessant. Das ist interessant. Okay. Cool. Dann müssen wir da mal noch gucken, wie man den dann bekommt. Ich denke mal, halt den schalten man, wie gesagt, frei. Dann würde ich jetzt aber mal was ganz anderes probieren.
Und zwar, es gibt die längste Driftzone ever. Und ich finde, da gibt es nur ein Fahrzeug, was sich da jetzt richtig anbietet. Und das ist natürlich der Unicorn. Und ich möchte diese Driftzone jetzt mit dem entlang driften. Ich habe mich da schon so drauf gefreut, dieses Monster auf diese neue Driftzone zu schicken. Ich weiß nicht, ist sie schon freigeschaltet? Ja, ist sie. Das ist sie nämlich. 200.000 Punkte brauchen wir. 200.000 Punkte, um das hinzubekommen. Die Driftzone selbst geht, glaube ich, irgendwie 3 Kilometer oder sowas. Also richtig geil. Und ja, schön jetzt hier im Gymkhana 10-Style. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Klimkhana, würde ich sagen, ne? Oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und ja, ich muss das jetzt hier in der ersten Folge machen. Ich kann da jetzt nicht abwarten. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich da jetzt keine Geduld habe. Aber komm, ihr wollt es auch aussehen. Also, los geht's. Hoffentlich verkacke ich nicht. Oh, ich werde die Straße so oft driften. Das ist sowas von sicher. Rauf und runter. Oh, da habe ich jetzt den Drift ein bisschen besser durchziehen können. Oh, ist das geil. Auch so sehr geil, wie es halt echt hier Kurven gibt, die ein bisschen aufmachen, die ein bisschen zumachen. Also Serpentinen-Deluxe, würde ich sagen. Die ist immer noch nicht fertig, die Driftzone, Alter. Oh, jetzt habe ich ein bisschen verkackt, glaube ich. Ja, das war nicht so gut. Krasser Scheiß, Alter. Was ist das für eine geile Driftzone? Ja, die 200.000 Punkte haben wir geschafft. Nice. Wie geil ist das denn? Ich feiere es absolut. Oh, sowas brauchst du. Sowas wäre doch nochmal geil auf dem Festland, ey. Geil. Ja, ich weiß noch so viele weitere Fahrzeuge, die wir hier noch drauf entführen können. Das machen wir einfach immer, wenn noch ein bisschen Zeit ist in der Folge, dann würde ich sagen, da schnappen wir uns ein Fahrzeug und ziehen einmal die Driftzone lang. Gut, ich würde sagen, ein Rennen können wir hier noch fahren, dann fahren wir doch da mal hin. Fahrzeug, muss ich mal noch überlegen, was wir da fahren am besten. Was fahren wir da am besten? Ich weiß es selber jetzt gerade noch gar nicht. Können wir da fahren beim Straßenrennen? Irgendwas Cooles. Kann mal überlegen. Haben wir nicht irgendwie ein neues Fahrzeug? Achso, wir haben die halt nicht abgeholt, ne? Die müssen wir halt erstmal holen, bevor wir die fahren können. Dann nehmen wir vielleicht halt irgendwas, was wir schon im Fuhrpark haben. Vielleicht irgendein Sportwagen oder sowas. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ein Chiron? Nee, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, die neue Corvette haben wir ja auch jetzt. Oder nee, die kommt noch. Die neue Corvette kommt noch. Guck, dann fahren wir jetzt noch die Z06. Bevor die ZR1 kommt, fahren wir jetzt noch die Z06. Warum nicht mit der Corvette hier Straßenrennen fahren? So. Dann machen wir das auch mal. Alles klar. Modern Supercars ist, glaube ich, nicht die Klasse. Warte mal, Blaupause erstellen. Oder müssen wir das fahren? Nö, eigentlich nicht. Genau, Modern Muscle ist ja nämlich drin. Blablabla, Blaupause erstellen, das passt schon so. Und dann fahren wir hier mit unserer Corvette dieses Rennen. Also, das, was ich jetzt gerade angedeutet habe, falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, es wird mit dem nächsten Update, was am 20. Dezember erscheint,
die neue, aktuelle, wie auch immer, Corvette ZR1 reinkommen. Und auch Camaro ZL1 ist auch noch mit dabei. Also sehr, sehr geil. Na, guck mal, da fährt jemand. Der Dursun fährt auch unser Design hier. Sehr geil. Die PXH-Corvette gleich zweimal vertreten. Die Straßen sind aber auch echt geil. Ach, guck mal, wir müssen jetzt sogar die Serpentinenstrecke sogar als Rennen noch fahren. Das ist ja auch cool. Ich denke mal, ganz, ganz viele Leute werden jetzt auch schon geschrieben haben oder schon in Gedanken geschrieben oder geschrien haben, wie auch immer. Oh, der neue M5, der neue M5. Abwarten, Leute. Der kriegt eine ganze Folge. Schon sehr, sehr bald. Deswegen nur Geduld. Ich weiß doch, was ihr sehen wollt. So, Step by Step versuchen jetzt hier sich so ein bisschen vorbeizusetzen. Aber sehr geil. Macht Spaß. Geile Straßen. Ja, wie gesagt, so ein bisschen dieses nordische, skandinavische Flair. Damit kriegt man mich auf jeden Fall. Bin nochmal sehr gespannt, wie der Winter hier ausschaut, weil die Jahreszeiten werden ja auch hier Einfluss drauf haben. Das ist jetzt also sozusagen der Frühling auf dieser Insel und sieht nicht gerade sehr frühlinghaft aus. Also ich bin mal echt gespannt, wie der Herbst und der Winter vor allem dann ausschaut. Ich denke mal, sehr, sehr eisig. Ja, sehr schön. Da haben wir den nächsten Sieg und damit dürften wir jetzt genug Einfluss. Ich weiß, dass du gerade Inseln eroberst und Schätze suchst. Aber nur, dass du es weißt. Wir zeichnen alle Ergebnisse auch für die Horizon Straßenrennserie auf. Denkst du? Hallo, Racer. Sie unterbricht sich einfach selber. Phase 2 von Horizon Fortune Island beginnt jetzt. Was bedeutet, dass es ein neues Schatztruhenrätsel gibt. Hört gut zu. Der Needle Climb schüchtert so manche ein. Doch den Italiener mit Nummer 458 kriegt so schnell niemand klein. Viel Glück. 458. Da fällt mir jetzt gar kein italienisches Fahrzeug ein, was mit diesen Zahlen in Verbindung stehen könnte. Nein, Spaß, natürlich. 458 Italia oder 458 Speziale. Ich weiß nicht, welcher von beiden. Ich denke mal, beide werden funktionieren. Ich glaube, so schlau werden sie auch sein. Und dann muss man den Nadelanstieg. Runde 2 der Inseleroberung beginnt jetzt. Nur die besten Fahrer kommen weiter. Ich habe mir nicht die ganze Liste angeschaut, aber du bist sicher auch dabei. Alles klar. Hey, ich habe die Zusage des Festivals für eine neue Art von PR-Stunt. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Okay, es gibt auch... Und das ist ein ganz anderes Symbol jetzt für PR-Stunts. Aber okay, cool. Also es gibt neue Sachen, aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge herausfinden. Das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Also es gibt eine Menge zu tun, eine Menge zu erleben. Ich freue mich drauf und ich würde mir natürlich wünschen, dass du auch mit dabei bist, wenn dir diese erste Folge gefallen hat, auch wenn sie stellenweise ein bisschen verplant war. Eine Pause, nur weil hier weit und breit keinerlei Zivilisation zu finden ist? Ja, Rebecca, alles klar. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das ist ein bisschen verplant und sonst was ist, habe ich schon erklärt. So, wenn ein neuer Teil kommt, ist man immer ein bisschen hippelig. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Ansonsten, ja, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.